Heidelberg, die Universitätsstadt am Neckar, ist nicht nur bei Einheimischen beliebt. Sie zieht täglich auch Touristen aus nah und fern an. Mehr als 200.000 Einheimische und Gäste nutzen die Fahrgastschifffahrt für Flussfahrten. Das weiß auch Heidelbergs Stadtspitze und realisiert Schritt für Schritt das Projekt Stadt an den Fluss. Die Idee, die Wegeverbindung des Stadtkerns zum Neckar entlang des Flusses auszubauen. Eine Neckarpromenade und eine Radroute sind geplant, damit Radfahrer, Fußgänger, Familien und Mobilitätseingeschränkte sich entlang des Neckars fortbewegen können. Zudem sollen Sitzgelegenheiten, eine bessere Beleuchtung und Bepflanzungen zum Verweilen einladen. Jetzt ist eine große Etappe erreicht mit einem großen Fest. Federführend organisiert von Heidelberg Marketing GmbH feierte die Stadt Heidelberg am 17. und 18. August die Eröffnung des ersten Bauabschnittes am Neckarlauer. Leider dieser Veranstaltung bin ich auch sehr zufrieden. Selbst arbeiten müsste, meine Familie da wäre. Ich würde auf jeden Fall auch hier den Neckar entlang flanieren. Oberbürgermeister Professor Dr. Eckhard Würzner begrüßte die Anwesenden. Seit Jahren schon kämpft er für eine Neckarpromenade, auch zur Entlastung der B37, über die mehr als 30.000 Fahrzeuge täglich rollen. Das ist eigentlich nur der Beginn einer Kette von Perlen, die entlang des Neckars jetzt auch entstehen sollen. Und dann müssen wir noch mal sehen, wie wir da oben mit dem Verkehr umgehen. Also am liebsten wäre es uns natürlich, wenn dieser Durchgangsverkehr dort verschwinden könnte. Wir wollten hier ein relativ großes technisches Bauwerk auch realisieren mit Untertunnelung der B37. Das ist jetzt erstmal zurückgestellt. Wir haben jetzt aber an dem Neckar entsprechend einer Perlenkette etwa 10 Zugänge zum Neckar geschaffen. Einer davon ist hier im Zentrum von Heidelberg, wo die Menschen ganz anders den Neckar wieder erfahren, erleben können. Sie können den Menschen beim Rudern zugucken, die Kinder können ans Wasser. Also genau das, was man sich eigentlich wünscht, die Stadt noch stärker an den Fluss auch heranzubringen. Wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten 3 Jahren diese Projekte alle abgeschlossen haben. Dann wird man sich natürlich auch noch stärker mit dem Thema, was machen wir mit der B37 machen, beschäftigen. Das wird eine große Herausforderung. Da haben wir noch keine abschließende Lösung. Da brauchen wir natürlich viele Partner, das Land, den Bund als Förderer und natürlich auch die Genehmigungsbehörden, wie wir das wasserrechtlich dann auch genehmigen können. Noch näher an den Fluss zu rücken, unter dieser Überschrift gab es viel zu entdecken. Auf der Flanierstrecke der gesperrten B37 zum Beispiel, neben kulinarischen Angeboten, Infoständen zum Umweltschutz und zur nachhaltigen Mobilität, wurde auch was für die kleinen Gäste geboten. Zahlreiche Spielmöglichkeiten luden zum Ausprobieren ein. Sich direkt auf dem Neckar aufhalten, das war natürlich auch möglich. Zum Beispiel mit Bootsfahrten oder mit schwimmenden Pontons, zum Beispiel zum Entspannen und zum Spielen. Wer sich über das Projekt Stadt an den Fluss und die Machbarkeitsstudie dazu informieren wollte, der konnte das an Infopoints tun. Alexander Krohn vom Stadtplanungsamt, Stabsstelle Stadt an den Fluss, bilanziert. In den Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern kam oftmals die Frage nach dem Umsetzungshorizont, wie geht es jetzt weiter, was sind die nächsten Schritte. Da haben wir erstmal grundlegend informiert, dass der Gemeinderat uns damit beauftragt hat, in eine vertiefte Planung einzusteigen und auch nach Fördermitteln zu schauen. Und das wäre dann auch erstmal die Grundlage für alles weitere Vorgehen. Es gab positive Rückmeldungen. Viele wünschen sich diese Promenade. Viele wünschen sich aber auch eine Reduzierung des Autoverkehrs, einen Ausbau des Fahrradverkehrs. Und ich denke, dass wir mit der Machbarkeitsstudie der Neckar-Ufer-Promenade da eigentlich ein ganz gutes Modell auch anbieten. Und hier direkt hinter uns ist ja auch der Neckar-Beach von den Neckar-Orten. Und das ist natürlich einfach nur zum Wohlfühlen, direkt hier unten am Fluss, dass man einfach auch den direkten Zugang zum Wasser eben auch genießen kann.